tief im Herzen des Hyperraums. Dieser unfähige Neokortex, nichts kann er richtig machen. Sein letzter Versuch, die Erde zu schrumpfen, ging jämmerlich schief. Danke, mein Lord. Deswegen betraue ich dich mit der Aufgabe, mir bei der Herrschaft über das Universum zu helfen. Großer Uka Uka, ich fühle mich geehrt und ich habe einen perfekten Plan. Ja, dann. Gerade läuft noch. Ja, was läuft denn gerade? Yu-Gi-Oh! Und die heiligen Karten und schon nehme ich dir direkt ein weiteres Spiel aus meiner Kindheit auf. Nämlich Crash Bandicoot 2 Entranced. Ja, was kann ich soweit sagen? Ich habe das Spiel früher gerne gespielt, viel gespielt. Und ja, das möchte ich jetzt einfach auch mal aufnehmen. Und wenn es gut gelaufen ist, habe ich auch dran gedacht, mein Kanal-Intro mit einzubinden. Mal gucken, ob ich dran denke. Das werde ich jetzt bei Yu-Gi-Oh! Auf jeden Fall weglassen, weil... Ja, jetzt habt ihr jetzt schon damit angefangen und dann sollte es auch einheitlich bleiben, auf jeden Fall. Und ja, was gibt es sonst zu sagen? Es ist der zweite Teil der Game Boy Advance-Reihe. Vielleicht spiele ich auch mal den ersten Teil, wo Cortex dann auch wirklich die Erde geschrumpft hat. Crash Bandicoot XS. Aber jetzt erstmal dieses doch nostalgischere Spiel für mich. Folge der Wumperfrucht. Sammle 100 Wumperfrüchte, um ein Extra-Leben zu bekommen. Zum Drehen und Zerbrechen von Kisten B drücken. Bei mir ist es Viereck, aber gut. Zum Springen A drücken. Bubu. Auf 5 Kisten kannst du mehrmals springen, bevor sie zerbrechen. 5-mal nämlich. Jeder 5er ergibt 2 Wumperfrüchte und insgesamt gibt es 10. Ja, Kisten können gestapelt werden. Doppelsprung können wir auch von Anfang an, ist ja auch nicht immer so der Fall. TNT-Kisten explodieren nach 5 Sekunden. Nehmen wir TNT-Kisten explodieren. Erlaub mir, meine Kräfte über Raum und Zeit zu verwenden, um in die Zukunft zu sehen. Natürlich, da diese jämmerlichen Bandicoots ständig unsere Pläne durchkreuzen, müssen wir sie auf unsere Seite ziehen und ich kenne genau den richtigen für diesen Job. Ein neuer Rekrut? Jawohl, das ist meine Geheimwaffe. Ich bin Entranced, der Meister der Hypnose. In der Zwischenzeit. Crash, Hilfe! Crash, wach auf. Coco und Crunch wurden entführt. Bring mir einen Energiekristall, damit ich feststellen kann, was los ist. Schnell! Ich habe gerade versehentlich die Sequenz weggedrückt, wo die gezogen, in die Sprühe gezogen werden, aber gut. Genau, wir können Akku-Akku-Kisten machen. Genau, wir können Doppelsprung machen. Ich brauche hier ganze Textsätzen durchlesen. Wir können auch einen Bauchklatscher machen. Eier mit Springen und dann R. Leben-Kisten. Leben-Leben. Man kann maximal 99 Leben haben. Wenn man einmal stirbt, verliert man ein Leben. Soweit bekannt. Das steht hier. Zu springen. A drücken, um noch höher zu springen. Ah, genau, man kann, wenn man X gedrückt hält, dann kann man noch höher springen. Sprungkisten. Okay. Genau, wir können rutschen. Auch mit R. Genau, TNT-Kisten können andere Kisten zerstören. Was ganz interessant ist, so auf den Konsolen können TNT-Kisten keine Stahlkisten zerstören oder halt diese gepanzerten Kisten. Ja, gepanzerte Kisten. Hier funktioniert das schon. Genau, hier. Das muss schnell genug sein, sonst zerstört es. Nitro-Kiste und Nitro-Zerstörungskiste. Und wenn man alle Kisten gesammelt hat, kriegt man auch noch einen Kistenedelstein. Boom. Oh nein, pass auf, Crash. Ich hab dich, Crash. Irgendetwas hält Crash fest. Wir brauchen mehr Energie. Dieser Wirbel muss das Werk von Entropie sein. Endlich habe ich dieses grässliche Bandicoot gefangen. Jetzt habe ich euch endlich alle, ihr widerlichen Bandicoot. Dir gebührt die Ehre, Entranks. Mit Vergnügen! Irgendwo anders im Hyperraum. Das hat fast alle Energie verbraucht, die ich hatte. Gut, dass du den Energiekristall
bekommen hast, bevor du in den Wirbel gezogen wurdest. Aber ich brauche noch viele weitere Kristalle, wenn ich Entropie-Pläne stoppen will. Mithilfe der schwebenden Insel dort können wir verschiedene Welten erreichen und Kristalle suchen. Hoffentlich können wir Coco und Crunch finden und Entropie stoppen. Können wir direkt mal speichern? Hier gibt es sogar einen Speicherstand. Wir schreiben wir mal. Das ist, glaube ich, der gleiche. Egal. Es gibt auch Zeitrelikte, an die setzen wir uns dann einfach mal in einen zweiten Durchlauf. Und ich würde euch nochmal sagen, ich möchte, ja, bei Yu-Gi-Oh! Bleibe ich jetzt bei den halben Stunden Parts, aber ja, 20 Minuten zeitlich dann doch schon besser. Ich habe ja auch noch andere Dinge zu tun und habe erstmal Lust hier auf die persischen Träume. Prinzipiell, ja, wie die Konsolenteile. Dieses Spiel ist auch sehr angelehnt von der Level-Auswahl an Quest 3 und Quest 4. Entsprechend ist ja auch Crunch schon mit dabei. Ansonsten ist halt alles 2D, ist halt ein Game Boy Advance-Spiel. Aber es macht eigentlich schon. Ja, ist ein schönes, kurzweiliges Spiel, muss ich sagen. Und im Vergleich zu anderen Spielen, wo man halt auch farbige, versteckte Edelsteine finden kann, kann man hier Edelstein-Splitter sammeln. Wenn man eine gewisse Anzahl an Splittern hat, kann man dann auch ein Level freischalten, in dem es dann den jeweils einen Edelstein zu gewinnen gibt, aber dafür kommen wir dann auch noch später. Ich hoffe, es nervt keiner, dass ich mitsumme, aber es macht Spaß. Okay, Bonusrunde. Weitere Kisten zum Sammeln. Ja, ansonsten ist es immer noch Montag. Ich habe ja gerade, das habe ich vorhin aufgenommen, den vierten Part von Yu-Gi-Oh!, der am Samstag kommt. Genau, und vielleicht kriege ich das ja auch hin, hier in den, ja, sage ich mal, Lückentagen, also Mittwoch und Freitag, Montag, aber heute lade ich das noch nicht hoch. Ob ich es schaffe, da in den Lückentagen, die dann halt mit Crafts zu füllen. Wäre ja mal schön, dass ich mal 2 Wochen lang mal irgendwie was hochlade und dann nicht mehr. Mal gucken. Ich mach's ja, weil ich Lust drauf habe. Jetzt haben wir schon alle Kisten, kann man mit Select nachgucken. Ne, 2 fehlen noch, richtig Kristall. Und es sollte noch eine Kiste kommen. Ja, super. 2, 3, 4, 5 und Kristall. Edelstein. Was Lagunenlied? Crash, auf dieser Wasserwelt kannst du dein Wakeboard benutzen, um den Energiekristall einzusammeln. Diese Gewässer werden von einem fiesen Hai bewacht. Sei also vorsichtig. Ja, hier könnten wir jetzt auch gut Kisten verpassen. Mal gucken. Halt immer nur auf den Hai aufpassen, wenn er halt auf einen zufährt, dann muss man halt ein bisschen, ja, aufpassen. Ich glaube, der muss auch die Nitro-Kisten zerstören, aber ich glaube, die wurde auch gerade von einem zerstört. Aber man kann den Hai nämlich auch verpasste Kisten zerstören lassen, um die dann halt nochmal zu retten. Aber die Nitro-Kisten scheinen von alleine zerstört zu werden, auch wenn der Hai da nicht durchfährt, das ist nett. Gern getötet werden, weil ich eine Kiste verpasst habe. Hallo, mach doch mal. Was ist denn das? Ich will ja mal sterben und dann. Ah, perfekt. Ich hatte schon Angst, ich müsste die Maske auch komplett zerstören lassen. Das ist nett. Oder ärgerlich, je nachdem in welcher Situation. Das war es nett. Und dann sieht man nochmal die ganzen Todesanimationen. Das ist doch auch nett.
Okay, jetzt haben wir die Kürzen bekommen. Jetzt nicht sterben am besten. Okay. Mein Kater fühlt sich jetzt auch wieder wohl bei mir, das ist schön. Und hier die letzte Kiste, perfekt. Dann schnell ins Ziel. Sind ja jetzt nur bei 11 Minuten gerade, mal gucken. Mumien Marathon ist jetzt in Ägypten-Level aus Teil 3 angelehnt. Und ich vergesse, ich habe den Doppelsprung. Bonus. Übrigens genauso wie auch in der Insane Trilogy gelten die Bonus-Level hier als Checkpoint, was in der originalen Trilogie nie der Fall war. Guck mal, funktioniert der Sprung? Könnte. Also ob man damit wirklich weiterkommt, war jetzt meine Überlegung. Die schöne Maske. Gib mir die Maske, damit werde ich die Welt beherrschen. Komm schon. Sollte das nicht so kompliziert machen. Ups, was war das denn? Ich sollte nicht so viel vorspulen. Okay, ich glaube, wir hängen jetzt hier noch 10 Minuten. Mal gucken. Ja. Aber merkt ihr, dass ich so. Auch im Vergleich zur originalen Trilogie, die Bonus-Level sind irgendwie kniffliger. Also das ist jetzt noch nicht knifflig, aber es gibt spätere Bonus-Level, da fragt man sich schon, was ist das? Okay, wie ist das passiert? So, okay, schnell raus, bevor noch ein Unglück passiert. Cloud war ein Fehler. Na, ich kann nicht Dreieck drücken, das geht jetzt hier nicht, die Taste. Aber es ist ganz angenehm, das mit dem PlayStation-Controller zu spielen. Ich habe den PS3-Controller hier einfach mal angeschlossen, nachdem ich herausgefunden habe, wie das geht, indem man halt einfach einen entsprechenden, den Treiber runterladen musste. So, jetzt haben wir wieder einen Edelsteinsplitter gefunden, einen roten diesmal. Ich glaube, es gibt insgesamt 4 von jeder Farbe, oder auf einer 3. Ich weiß nicht so genau. Und es ist eigentlich ganz nett, dass man halt bei jeder zerstörten Kiste auch angezeigt bekommt, dass man eine Kiste, wie viele Kisten man braucht. Das könnte auch nerven, aber im Original war es auf jeden Fall nicht so. Okay. Wir könnten den Warp Room schaffen. Crash, diese Maya-Ruinen können nur mit einem deiner Lieblingsspielzeuge überquert werden. Der Atlaskugel. Achte auf Nitrofallen und Kanten. Ja, das ist das. Ja. Crash. 4. Der Sound des Cortex. Beschleunigen. Dann mit B und mit A stoppen. Okay. Oh, ich freue mich schon auf den Zeitmodus. Könnte hier über den Emulator ein bisschen komplizierter werden, aber mal gucken.
eingesetzt. Die Entwickler haben Gutes aus den Game Advance rausgeholt, finde ich. Also die Grafik ist jetzt nicht unbedingt die schönste, aber ich finde es eigentlich ja, angenehm. Ich weiß nicht, es ist auch angenehmer, das nicht im Vollbild zu schauen. Ich spiele es ja gerade auch nicht im Vollbild. Nimmt auch in 720p auf, aber ja, je nachdem, wie ihr so drauf seid. Keine Ahnung. Und hoch. Und Leben einsammeln, ganz vorsichtig. Nicht, dass wir irgendwie auf dem Bild fallen, ohne dass man das grafisch wahrnimmt. Und den Checkpoint. Checkpoint einsammelt, immer natürlich erst die gefährlich positionierten Kisten, damit man, wenn man stirbt, schön viel nachmachen muss. Und weiter geht's. Drei Atlas-Kugel-Level, 69 Kisten, just saying. Und ja. Was mit A zu rollen? Ich glaube, der rollt dann statt. Ja, mit, wenn man mit A gedrückt hält, rollt, ist der. Ja. Fährt er vorsichtiger. Das hat auch im Hinweis gestanden, den ich nicht gelesen habe. Ah, hier ist das Ziel. Der Kisten, super. Und noch ein Level, Turbo-Teppich. Ja, machen wir mal gucken, wie es zeitlich läuft. Weil irgendwie, also sagen wir mal, wenn es nicht bei dem Bonus gerade so gefehlt hätte, dann hätte man problemlos in 20 Minuten noch den Boss bekommen, der ja als nächstes dann kommt. Und so, mal gucken. Wäre eigentlich schon schön, den ersten Warp Room zu schaffen, aber das werden wir in den anderen Welten halt auch nicht schaffen, also wäre es von dem her auch egal. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, das war dumm. Hauptsache, wenn ein Edelstein spielt, das mal gespeichert. Ah, der erste Boss war ja Quatsch und nicht Koko. Ich hab grad irgendwie an Koko gedacht. Also, versteht sich halt, Koko und Quatsch wurden halt entführt. Und wurden hypnotisiert und gleichzeitig wurde halt bei dem Versuch, Quest zu entführen, Doppelcrash erschaffen. Das ist der erste Aufruf von Doppelcrash, vom Fake Crash. Beziehungsweise man hat ihn auch schon in Crash 3 gesehen, aber da war er halt einfach nur als Easter Egg und nicht wirklich als, ja, storytechnischer Charakter, der da schon existiert hat. Oder außer er hat die Zeit gereicht, kann natürlich auch argumentiert werden. Ich könnte eigentlich auch die R-Taste auf Kreis legen für dieses Spiel, aber das würde mich dann bei
bei Yu-Gi-Oh! Verwirrung. Also, lassen wir das mal. Und nochmal ein gefährlicher Sprung zum Ziel. Ja, also den Boss machen wir auf jeden Fall nicht in dieser Folge. Oder höre ich jetzt mit einem Level auf und nehme noch eine Folge auf. Eigentlich möchte ich keine Folge jetzt nochmal aufnehmen. Also machen wir es jetzt noch fertig. So. So, hier kann man jetzt auf den Teppich fahren und weiß nicht. Chakra-Kugeln abfeuern und halt Maske haben. Das war jetzt nicht so klug. War's dann auch mit dem Level? Okay, also wir haben den Kristall, wir müssen natürlich noch ins Ziel kommen. Aber das ohne zu sterben. Perfekt, zwei Entdeckungskisten. Dann speichern wir natürlich mal. 90% schon. Und im nächsten Part gibt es dann den Fiesling Crunch als ersten Boss. Und danach sehen wir uns auch schon mal in der zweiten Welt ein wenig um, wo wir auch Neuheiten entdecken werden. Mein Mikrofon war an die ganze Zeit, sehr gut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Viel Spaß und bis dann.